Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kurzen Übersichtsvideo über eine neue Serie von Vanquest Patches und Zipper Zubehör Teile. Ich würde sagen, fangen wir mal hier oben kurz an mit den Zippern. Das finde ich eine richtig coole Idee. Die sind zum Beispiel jetzt auch natürlich dran an den neuen Taschen und Rucksäcken. Bisher hat man ja oft so Lanyards durchgeflochten und verknotet. Ja, das ist eigentlich auch ganz gut und recht robust. Bloß wenn irgendwann mal die Knoten aufgehen, dann fängst du an, hier ständig das Zeug wieder neu dran zu schlaufen. Oder du musst ja halt mal mit dem Feuerzeug irgendwie zusammenkleben. Aber da finde ich diese Zubehörsets nicht schlecht. Da kann man dann einfach mal sagen, komm, alles alte Gebämsel weg und wieder neue hier Zipper dran. Wie nennen sie die Dinger? Steht ja keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die in der etwas elastischen Gummiausführung. Die kann man ziemlich schnell greifen und ziehen bei den Reißverschlüssen. Es gibt aber auch die Varianten, wo hier so vorne Kunststoff-U-Bauteile sind mit eingegossenem Lanyard. Passend natürlich zur Farbe der Taschen. Das ist dann natürlich Wolf Grey, Blaze Orange oder hier alles in Coyote. Da kann man natürlich das auch einmal durch die Reißverschlusszipper schlaufen und hat dann wirklich was Robustes und was Großes und schnell Greifbares. Nicht schlecht, diese Erweiterungssets, oder wenn mal welche verloren oder abgefallen sind, obwohl das ziemlich stabil aussieht, so eingegossen. Das sind immer 6er-Packs, kann man dann entweder an 6 Taschen oder an 3 Taschen, wenn es beidseitig laufende Reißverschlüsse sind, beide ausstatten. Hier haben wir dann 4 drin, die finde ich persönlich ganz gut. Die sind schön groß, lassen sich greifen. Dann gibt es neuerdings einen ganzen Haufen Patches. Das ist jetzt nur mal eine kleine Auswahl. Fangen wir mal mit dem an. Das ist auch ein lustiges Ding. Preppers Color Coding Kit. Da habt ihr hier einen großen Patch mit der Farbübersicht. Und hier kleine Klettstreifen in der gleichen Farbe. Und hier hinten ist zum Beispiel ein Beispiel, wenn ihr euch eine große Tasche zusammengestellt habt mit vielen kleinen Taschen drin, könnt ihr euch die farblich markieren durch euren kompletten Prepper-Keller und Ausrüstung. Und habt zum Beispiel hier immer sofort überall, wo das rote Klettband dran ist, ist First Aid. Orange ist Feuerzubehör. Navigation, Food, Water. Klamotten, Shelter, Hygiene, Kochutensilien, Tools und Tactical. Ein ganz nettes Feature, und wenn man bloß ein paar Sachen davon braucht, kann man sich so auf jeden Fall im schnellen Zugriff, weiß man schon, okay, ist was passiert, hat sich zum Beispiel jemand in den Finger geschnitten, dann weißt du sofort, rote Tasche rausziehen, da ist First Aid drin. Ja, finde ich ein nettes Gimmick, Preppers Color Coding Kit. Ja, cool. Und dann natürlich so die üblichen Geschichten, ne, kennt man hier von der Armee her, diese Blutgruppen-Patches, obwohl da, sag ich mal, im Zivilleben kein Sanitäter was drauf gibt. Die müssen nämlich immer den Schnelltest machen, aber ich sag mal, es gibt ja Berufsgruppen, wo sowas vielleicht sinnvoll ist. Die sind natürlich alle nachleuchtend, glow in the dark. Hier, das ist ein Medi-Patch, aber eigentlich nicht rotes Kreuz, sondern weißes Kreuz. Ne? Können aber auch, sage ich mal, die Schweizer schön verwenden. Ne? Weißes Kreuz auf rotem Grund. Könnte auch schön Schweizer Fahne sein, sonst soll es eigentlich ein Medikamenten-Patch darstellen. Das weiße Kreuz leuchtet hier nach. Oder es gibt auch solche Sachen. Hier haben wir die Reverse Flag für den rechten Arm. Die amerikanische Flagge auch in nachleuchtend. Ja. Ich denke, da wird noch viel mehr Zeug auf den Markt kommen von diesen ganzen Patches und Zubehören. Okay, das war mal kurze Übersicht über neue Vanquest Patches und Zipper. Das finde ich ein richtig gutes Erweiterungsset. Ich glaube, da muss ich mir eins davon abstauben. Da kann ich dann wieder mal meinen Rucksack damit neu verzippern. Okay, Freunde. Dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinziehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hilbili, macht's gut. Bye, bye und immer schön patchen.